Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Spitzenduo der Grünen für den Bundestagswahlkampf 2013 steht. Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt sind als Sieger aus der Urwahl unter den Parteimitgliedern hervorgegangen, wie die Grünen heute mitteilten. Auch Fraktionschefin Künast und die Parteivorsitzende Roth waren angetreten, konnten sich aber nicht durchsetzen. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt und Co-Fraktionschef Trittin machten klar, dass sie ein Bündnis mit der SPD anstreben. Die Sozialdemokraten äußerten sich zufrieden mit dem Wahlergebnis. Blumen für die Überraschungssiegerin. Dass Jürgen Trittin hier stehen würde, das hatten die meisten so erwartet. Aber dass er zusammen mit Katrin Göring-Eckardt in den Bundestagswahlkampf zieht, erstaunt viele in der Partei. Selbst die frisch gekürte Spitzenkandidatin stellt fest, dass es mitunter die eine oder andere kleine oder große Überraschung geben kann, je nach den Erwartungen. Fraktionschef Trittin erhielt in der Urwahl 71,9% der Stimmen. Auf Göring-Eckardt entfielen 47,3%. Abgeschlagen folgen Fraktionschefin Künast mit 38,6% und weit hinten mit 26,2% die Parteivorsitzende Roth. Wir wollen die Regierung Merkel ablösen und deutlich machen, es geht jetzt um Grün oder Merkel. Jürgen Trittin war schon vor 4 Jahren grüner Spitzenkandidat und er weiß, was die Wähler wollen. Die erwarten von uns allerdings, dass wir auf das beste Ergebnis der Grünen bei einer Bundestagswahl 2009 noch eine Schippe drauflegen. Die Richtung ist auch klar. Zusammen mit der SPD wollen sie eine Regierung bilden. Der Kanzlerkandidat freut sich über das grüne Spitzenduo. Beide ergänzen sich, wie ich glaube, fantastisch. Und die SPD wird sich freuen, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Eine Schlappe ist die Urwahl für Parteichefin Roth, die seit der Ergebnisverkündung abgetaucht ist. Ob sie wie geplant nächste Woche erneut für den Chefposten kandidiert, ist unklar. Ihr Co-Vorsitzender will aber von Verlierern nichts wissen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, da geht niemand geschwächt daraus hervor, sondern alle sind wichtig. Trotzdem ist die Entscheidung für Göring-Eckardt eine Entscheidung gegen Claudia Roth. Die grüne Basis wollte nicht mit 2 Vertretern des linken Flügels in den Wahlkampf ziehen. Göring-Eckardt steht für die bürgerlichen Grünen, die auch für Konservative wählbar sind. Und diese Stimmen braucht die Partei, wenn Rot-Grün Wirklichkeit werden soll. Göring-Eckardt ist über die Bürgerrechtsbewegung in der DDR in die Politik gekommen. Ihr Schwerpunkt liegt in der Familien- und Sozialpolitik. Trittin ist seit mehr als 30 Jahren bei den Grünen. Er war Parteichef und Minister und hat sich in letzter Zeit vor allem zu finanzpolitischen Fragen geäußert. Staatsmännisch tritt er in letzter Zeit gerne auf, aber angefangen hat der gebürtige Bremer Trittin als Revoluzzer beim Kommunistischen Bund. Mit Mitte 20 wechselte er zu den Grünen und machte in der niedersächsischen Landespolitik Karriere, ab 1990 als Minister im Kabinett von Gerhard Schröder. Unter ihm als Kanzler wurde Trittin 1998 Umweltminister, setzte den Ausstieg aus der Kernenergie durch, sowie das Erneuerbare Energiengesetz und das Dosenpfand. Nach dem Ende von Rot-Grün wechselte er an die Fraktionsspitze und löste sich immer mehr vom einstigen Fundi-Image, unterstützte etwa die jüngsten Euro-Rettungsmaßnahmen. Ein Bürgerschreck ist er schon lange nicht mehr. Die 12 Jahre jüngere Katrin Göring-Eckardt war das noch nie. Die gelernte Theologin und Pfarrersgattin war Mitbegründerin des Bündnis 90. Nach der Fusion mit den Grünen machte sie in Thüringen Politik. 1998 kam sie in den Bundestag, übernahm 4 Jahre später die Fraktionsführung und stellte sich hinter die Agenda 2010. 2005 wurde sie nicht wieder als Fraktionschefin gewählt, dafür als Vizepräsidentin des Bundestags. Sie engagierte sich verstärkt für die evangelische Kirche, wurde Kirchentagspräsidentin und Vorsitzende der EKD-Synode. Bei der letzten Bundestagswahl bewarb sie sich in ihrem Wahlkreis vergeblich um ein Direktmandat. Danach trauten ihr viele nicht mehr zu, was sie nun erreicht hat: das Comeback auf der großen politischen Bühne. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Beck hat seinen politischen Rückzug eingeleitet. Heute gab er in Mainz den Vorsitz der Landes-SPD an Innenminister Lewenz ab. Seine Nachfolgerin im Regierungsamt soll Sozialministerin Dreyer werden. Die Delegierten wählten Beck zum ersten Ehrenvorsitzenden der Landes-SPD. In seiner Abschiedsrede dankte er Weggefährten und gestand zugleich Fehler beim Thema Nürburgring ein. Dreyer soll im Januar als Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie wurde einstimmig nominiert. Lewenz erhielt 95,3% der Stimmen.
CIA-Chef Petraeus ist überraschend zurückgetreten. Der 60-Jährige begründete den Schritt gestern Abend mit einer außerehelichen Beziehung. US-Präsident Obama nahm das Rücktrittsgesuch an. Er würdigte die langjährigen Verdienste des ehemaligen Generals, der Oberbefehlshaber im Irak und in Afghanistan war. Experten sprechen von einem schweren Schlag für den Präsidenten. Petraeus galt als Hauptakteur der US-Regierung im Antiterrorkampf. Als General Wunderkind haben sie ihn gefeiert, hochdekoriert nach seinen erfolgreichen Einsätzen im Irak und in Afghanistan. Privat, Asket und die Disziplin in Person stürzt der oberste Spion jetzt ausgerechnet über eine Liebesaffäre. Nach 37 Jahren Ehe habe er ein sehr schlechtes Urteilsvermögen an den Tag gelegt, erklärt er in seinem Rücktrittsschreiben. Und? Ein derartiges Verhalten ist inakzeptabel, sowohl als Ehemann als auch als der Chef einer Organisation wie der unseren. Bei der Geliebten soll es sich um Paula Broadwell handeln, eine Journalistin, die Petraeus lange Zeit in Afghanistan begleitet und eine Biografie über ihn geschrieben hat. Was Beobachter erstaunt, FBI-Agenten deckten die Affäre auf, nachdem sie Petraeus E-Mails gelesen hatten. Damit ist der CIA-Chef zum Sicherheitsrisiko geworden. Wer Privatgeheimnisse hat, macht sich erpressbar. Das ist eine Tragödie für General Petraeus und ein großer Verlust für unser Land. Dieser Mann ist ein außergewöhnliches Talent. Als Präsident Obama Petraeus vor einem Jahr zum CIA-Chef ernannte, trat der sonst so schillernde Vier-Sterne-General von der großen Bühne ab. Erst seit dem Anschlag auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi geriet er wieder ins Rampenlicht. In der kommenden Woche sollte er im Kongress erklären, welche Rolle der CIA dabei gespielt hat. Musste Petraeus wirklich nur wegen einer Liebesaffäre zurücktreten? Noch gibt es dazu mehr Fragen als Antworten hier in Washington. Klar ist aber, es ist ein harter Schlag für Obama. Nicht nur, weil er mit einem Skandal in seine zweite Amtszeit startet. Mit Petraeus verliert er einen der angesehensten Köpfe seiner Regierung. Bei einem israelischen Panzerangriff sind im Gazastreifen 4 Palästinenser getötet worden. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, teilten Ärzte mit. Unter den Opfern seien auch Kinder. Das israelische Militärradio bestätigte den Angriff. Offenbar hatten Palästinenser zuvor ein israelisches Armeefahrzeug beschossen und 4 Soldaten verletzt. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und bewaffneten Palästinensergruppen haben seit einigen Tagen wieder zugenommen. Im Süden Syriens haben Regimegegner nach Angaben aus Oppositionskreisen einen Anschlag auf das Militär verübt. Bei der Detonation zweier Autobomben vor militärischen Einrichtungen in der Stadt Dara sind demnach etwa 20 Soldaten getötet worden. Laut Opposition lieferten sich Regierungstruppen und Aufständische nach dem Anschlag weitere Kämpfe. In mehreren deutschen Städten wie Hamburg und Berlin haben tausende Menschen heute gegen steigende Mieten und für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Nach einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zahlen Mieter in Hamburg und München momentan am meisten. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück kündigte an, sich für günstigeren Wohnraum in den deutschen Städten einsetzen zu wollen. Seit Monaten sucht sie verzweifelt eine neue Wohnung, die Studentin Anna-Sophie Rolloff. Sie ist eine der rund 2.500 Demonstranten in Hamburg. Der Wohnungsmarkt in Hamburg ist leider eine absolute Katastrophe. Wohnungsbesichtigungen mit 50 bis 80 Leuten. Man muss zahlreiche Wohnungen besichtigen. Ich habe schon 35 angeguckt, noch keine einzige Wohnung bekommen. Alltag für Wohnungssuchende in vielen Großstädten. Denn es zieht immer mehr Menschen in die Ballungszentren. Die Folge, der Wohnraum wird knapp, die Mieten steigen. Auch in Freiburg und Berlin deshalb heute Protestmärsche. Bundesweit stiegen die Mieten im vergangenen Jahr um rund 3%. Doch die Preisentwicklung einiger Städte liegt deutlich über dem Durchschnittswert. In Berlin legten die Mietpreise im vergangenen Jahr um 7,4% zu. In Hamburg um 7,5%. In Freiburg waren es sogar 8,1%. Ein Ziel der Demonstranten, die Einführung einer Mietobergrenze bei Neuvermietungen. Denn gerade da werde angesichts der großen Nachfrage in vielen Großstädten kräftig an der Preisschraube gedreht. Mittlerweile ist es ja so, dass die Neuvermietungsmieten 40-60% über der ortsüblichen Miete liegen. Das bedeutet, wir bewegen uns sozusagen auf dem Weg, dass die Nachbarwohnung, wenn sie frei wird, fast doppelt so teuer wird wie im Altbestand. Besonders betroffen Menschen mit geringem Einkommen wie Anna-Sophie Rolloff.
Die Studentin zieht jetzt wieder zurück zu ihren Eltern. Sie muss von nächster Woche an jeden Tag 60 Kilometer fahren, um zur Uni zu kommen. Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine Spitzenposition gefestigt. Die Münchner gewannen gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt mit 2:0. Bayern-Verfolger Schalke 04 siegte heute ebenfalls. Die Mannschaft von Huub Stevens gewann 2:1 gegen Werder Bremen. Und hier die weiteren Ergebnisse. Augsburg unterliegt Dortmund 1:3. Freiburg und Hamburg trennen sich 0:0. Düsseldorf spielt gegen Hoffenheim 1:1. Bereits gestern gewann Mainz gegen Nürnberg 2:1. Morgen dann noch Wolfsburg gegen Leverkusen. Stuttgart empfängt Hannover und Greuther Fürth trifft auf Mönchengladbach. In der Tabelle haben die Münchner weiterhin 7 Punkte Vorsprung vor Schalke, dahinter Frankfurt und jetzt Dortmund. Die untere Hälfte wird angeführt von Freiburg auf den letzten 3 Plätzen Wolfsburg, Greuther Fürth und Augsburg. Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch zeigt im alpinen Skiweltcup eine gute Frühform. Die 27-Jährige gewann den ersten Slalom der Saison im finnischen Levi vor der Finnin Tanja Potijänen. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 11. November. Eine Tiefdruckzone, die sich vom Norden bis weit in den Süden Europas erstreckt, sorgt morgen in der Südosthälfte Deutschlands für weitere Regenfälle. Nach Nordwesten hin macht sich schon ein Keil des Azorenhochs bemerkbar. In der Nacht ist es oft bewölkt. Der Regen im Norden zieht bald über Nord- und Ostsee ab. Im Süden kommen allerdings neue Regenfälle auf, die später auch den Osten erreichen können. Morgen regnet es in der Südosthälfte verbreitet, im Süden mitunter auch länger anhaltend. Sonst bleibt es meist trocken. Im Westen und Nordwesten gibt es dabei immer mehr Wolkenlücken. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 9 Grad im Norden und 3 Grad im Erzgebirge. Morgen werden in weiten Landesteilen zwischen 8 und 12 Grad erreicht, an der oberen Donau nur 7, in Südostbayern 13 Grad. Am Montag in der Südosthälfte viele Wolken, aber kaum noch Regen, sonst teils sonnig, teils längere Zeit neblig trüb. Auch Dienstag und Mittwoch setzt sich die Sonne nicht überall durch, zum Teil bleibt es den ganzen Tag trüb durch Nebel oder Hochnebel. Um 22.35 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Karin Mioska fragt die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt, ob sie gern mit Peer Steinbrück in den Wahlkampf zieht. Ihnen noch einen schönen Abend.